Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Kneipp-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den für 49,99 € bei Amazon gekauft und ich muss wirklich sagen, Der fühlt sich schon mal gut an, ne? Also für 50 € Adventskalender, da habe ich schon ganz andere für viel mehr Geld in meinen Händen hier gehalten dieses Jahr. Der fühlt sich richtig wertig an, der ist riesengroß, der ist so matt, der ist schick, schlicht, aber irgendwie auch weihnachtlich. Ich mag den voll, guck mal, wie groß der ist und wie klein ich daneben aussehe. Das ist voll geil und ich finde, das ist dieses Gefühl, Entschuldigung, du kriegst richtig was für dein Geld. Bin aufgeregt. Lass uns reingucken in die Nummer 1. Und die Kläppchen lassen sich schön öffnen und wir haben hier wirklich, also das war da schön drin, muss ich wirklich sagen, ein Glasfläschchen von einer Badeessenz Vitality Booster mit Sanddorn und Kurkuma. Da haben wir 20 ml drin enthalten und das spricht mich sehr, sehr an. Man kann sowas als Badezusatz verwenden oder auch für Fußbäder oder man kann es weiter verschenken. Werde ich wahrscheinlich in den meisten Badezusätzenfällen machen. Natürlich haben wir da sehr viele Badezusätze drin, ist aber nicht schlimm. Waren rein, denn ich packe hier selber sehr viele Adventskalender, auch die ich weitergebe an Freunde, Familie und so weiter. Und ja, finde ich aber ziemlich cool, dass wir hier sowas Hochwertiges drin haben. Die Nummer 2 schenkt uns gute Laune, das finde ich toll. Mit Maracuja und Grapefruit haben wir hier eine Aromapflegedusche. Hier sind 75 ml drin enthalten und ich finde, dass die Kneipp-Pflegeduschen auch wirklich sehr, sehr intensiv und natürlich angenehm duften und nicht so überlagert mit irgendwelchen künstlichen Düften. Und ich finde es immer ziemlich cool, wenn hier diese gute Laune, Ruhepol und so weiter draufstehen. Das mag ich bei Kneipp einfach richtig gerne. Eine glückliche Auszeit bekommen wir mit der Nummer 3 und da ist roter Mohn und Hanf mit dabei. 20 ml sind hier drin und auch das sieht sehr schön aus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier das Badewasser auch so ein bisschen rot mit eingefärbt wird, oder? Eine Handcreme darf in diesem Adventskalender auch nicht fehlen, denn Kneipp macht tolle Handcremes. In der 4 haben wir den Blütentraum Intensivhandcreme mit Magnolie und Shea Butter. Pflegeschützt, hilft für trockene und strapazierte Hände, läuft 75 ml. Das dürfte nur Originalgröße sein und das finde ich cool. Jetzt sage ich, glaube ich, mal wieder bei jedem Produkt, dass ich es cool finde. Ich muss irgendwie ein Alternativwort dafür finden. Mal gucken. Die Nummer 5 macht, dass uns warm ums Herz wird. Ich liebe das von Kneipp wirklich, dass diese Badekristalle mit Tangerine und Kardamom einkuscheln und rundum wohlfühlen. Und das sind 60 Gramm. Die kann man auch so für 1 € oder so kaufen im Laden. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob wir hier werttechnisch auch höher liegen als das, was wir dafür ausgeben. Mal gucken. Nikolaus enttäuscht mich ein bisschen, weil ich hätte jetzt gedacht, da kommt irgendwie was Spektakuläres bei rum. Hier haben wir ein Pflegeölbad, Mandelblüten, Hautzart, geiler Duft, mag ich gerne leiden, aber hätte mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich gestehen. Auch hier 20 ml drin, riecht geil, ist toll, aber na, für eine 6, für Nikolaus ein bisschen mau. Das hätte ich mir in der Nummer 6 vorstellen können, ist aber in der 7 geblieben. Massageöl, sanfte Berührung mit Ylang Ylang, auch hier 20 ml in diesem Glasfläschchen. Ne? Das ist für mich so Nikolaus, ne? Packt das aus. Egal, kommt nach Haus und so. Die Nummer 8 macht in diesem Fall nicht, dass es kracht, sondern sie gibt uns einen Ruhepol. Das sind hier auch wieder Badekristalle mit Lavendel, auch da wieder 60 Gramm drin in dem Tütchen. Und ja, sowas, ne? Ist halt schön. Klar, du kannst jetzt nicht jeden Tag hier baden. Ist uns allen bewusst, ne? Das bewahrt man sich dann auf. Die Nummer 9 möchte, dass wir uns ein bisschen freuen. Und das macht sie mit dieser Mandelblütenhautsaat. Ich liebe den Duft. Sensitiv Körpermilch mit Mandelblüte. 7 Pflege-Effekt quasi. 75 ml sind hier drin. Finde ich auch schön. Definitiv. Oh, so Körpercreme. Weich, flauschig. Flauschig Körper? Die Nummer 10 möchte, dass wir dem Stress entgehen. Und zwar mit der Wirkdusche. Goodbye Stress mit Wasserminze und Rosmarin. Ja, mich nervt das auch beim Schneiden immer, wenn ich sehe, dass ich an der Mütze rumzuppel. Ich habe eine Mütze, das ist die hier, die ist mit zu groß und ich habe eine, die ist mit zu klein. Da kann ich nichts mehr hören und kriege ich so heiße Ohren von. Deswegen, ja, ich muss mir irgendwas überlegen. Mein Freund hatte auch gesagt, ich soll hier einfach eine Haarklammer reinmachen. Dann ist die ein bisschen fester und rutscht nicht mehr so. Vielleicht eine ganz gute Idee, muss ich mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall haben wir bei dieser Wirkdusche Wasserminze und Rosmarin mit drin. Und die verwandelt Stress in positive Energie, bin ich sehr gespannt. 75 ml sind hier drin und
finde ich wirklich schön. Am 11. Dezember dürfen wir unsere Lieblingszeit genießen und das machen wir mit Kirschblüte und Reiskeimöl. Das ist eine Badeessenz, auch wieder 20 ml. Und ja, ne? Es ist süß, ne? Mit Kirschblüte liebe ich, ja. Das hört sich so ein bisschen wie Ritual of Sakura an. Zur Halbzeit bekommen wir ein bisschen Naturkosmetik. Ich glaube, dass Kneipp da auch irgendwie so eine eigene Linie ja zu hat, ne? Und hier haben wir das Salbe. Ringelblume Hautschutzsalbe gegen rissige und spröde Haut, vermindert Hautreizung, regeneriert ohne Parfümöl, finde ich echt nice. Das sind 75 ml hier drin und die kannst du dann über die ganze Winterzeit verwenden, wenn man halt so rissige Hautstellen hat oder so. Weil gerade zur Winterzeit, ich sage es immer wieder, ne, haben wir halt trockenere Haut und brauchen dementsprechend mehr Pflege. Und wenn man dem Stress in der Badewanne einfach mal länger ausmachen möchte, finden wir das in der Nummer 13. Gut, hätten die ein bisschen besser verteilen können, aber egal. Komme ich mit klar, Wasser, Minze, Rosmarin hatten wir eben schon, verwandelt Stress in positive Energie. Auch hier 60 Gramm drin, finde ich auch eine feine Kiste. Ja, ich suche mir gerade echt Hardcore-Synonyme und schüttel die hier so aus dem Ärmel raus für cool. Ein weiteres Massageöl finden wir hier in der Nummer 14 und das ist Mandelblütenhautzart, auch wieder diese geile Geruchsrichtung. 20 ml sind hier mit drin und ja, bei einem Pflege-Adventskalender macht es auf jeden Fall Sinn. In der Nummer 15 finden wir ein Geheimnis und das ist ein Pflegegeheimnis, steht hier drauf. Moringaöl und Shea Butter Pflegeölbad 20 ml, finde ich auf jeden Fall ziemlich ulkig. Ja, gut, Pflegegeheimnis, ne? Jo, aber Shea Butter ist Pflegen, Moringaöl glaube ich auch ziemlich, ne? Deswegen passt das. Die Nummer 16 enthält ein Produkt, was ich so gut finde und auch schon mal in der Originalgröße da hatte. Das ist echt ein tolles Teil, ey. Kneipp, verwöhntes Cremeöl, Peeling, Kamelie und Argan. Das ist ein sanftes Zuckerpeeling und eine nährende Ölcreme. Danach brauchst du echt nicht mehr dich einzucremen. 40 ml sind hier drin und das kannst du dir auf zwei Anwendungen locker strecken. Das ist so toll, wirklich. Also eine schmierige Angelegenheit, aber so ein mega fantastisches Hautgefühl danach. Oh, klasse. Die Nummer 17 schenkt uns ein bisschen Lebensfreude. Ich mag persönlich diesen Duft nicht so gerne, weil diese ganzen Limetten oder Zitronen oder halt zitrische Düfte sind nicht so meine Welt. Aroma Pflegedusche mit Lycea, Kubeba und Zitrone hebt die Stimmungslage nachweislich, steht hier drauf, auch hier 75 ml mit drin. Es ist meiner Meinung nach ein ganz tolles Produkt, was man echt schön verschenken kann, weil wem würde man nicht gerne mal ein bisschen Lebensfreude schenken? Die Weihnachtswoche startet am 18. Dezember und sie begrüßt uns mit einem mega schönen Kuschelbad, Pflegeölbad mit Ingwer, Kardamom, Macadamia und Honigextrakt. 20 ml sind hier dabei und oh mein Gott. Ja, das hört sich so toll an, hat man echt Bock, sich eine Badewanne ins Badezimmer einzubauen, aber wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, weil wir sie einfach zu selten nutzen würden, ganz ehrlich, ne? Aber super zum Verschenken oder halt für ein Fußbad auch eine ganz schöne Sache. Jetzt sage ich sehr oft schön. Oh Mann. Wir hatten zwar schon eine Handcreme mit drin, aber jetzt in der 19 haben wir eine Sekundenhandcreme. Perfekt für Männer, wenn ich ehrlich sein darf. Denn Männer mögen das ja, also mein Umfeld, mein männliches Umfeld mag es nicht so gerne, wenn die Handcreme drauf machen und das Ganze sich schmierig anfühlt. Die wollen, dass es innerhalb von 2 Sekunden einzieht. Tada, hier hätte ich ihr Produkt. Das ist Sekundenhandcreme. Eincreme fertig los mit Zitronen, Verbenen und Avocado, Butter. Und hier steht auch extra drauf, dass es schnell einziehen soll. 20 ml sind hier nur drin, aber ne, zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall eine gute Kiste. Und wir hatten eine Handcreme schon mit dabei, das ist die zweite. Und ich hätte jetzt bei dem Adventskalender Prime kein Problem damit, wenn da jetzt auch noch eine dritte kommen würde. Die Nummer 20 enthält ein Bad, ein paar Badekristalle, die einfach so ein bisschen so duften, wie wenn ich mit Sammy spazieren gehe, weil wir hier halt auch super viele Tannenwälder haben. Das ist das Waldbad mit Kiefer und Tanne, fördert die Erholung wie ein intensives Waldbad nachweislich. 60 Gramm sind hier drin und ja, definitiv ist es eine schöne Sache, die, wo Mann und Frau sich definitiv, oh Mann, ich habe immer ein Wort, wo ich mich drauf festbeiße, wo ich mich, also ja, weiß ich auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall cool, ne?
Noch ein Massageöl, und zwar eine glückliche Auszeit ist hier mit dabei. Rothamon und Hanf, 20 Milliliter. Hatten wir das nicht eben schon? Glückliche Auszeit bei irgendwas mit dabei? Ja, haben wir schon als Badeessenz auch gehabt. Also auf jeden Fall eine feine Kiste, ne? Das kannst du erst vielleicht so ein schönes Bad einlassen, glückliche Auszeit, rampampam, und danach lässt du dich von deinem Partner, deiner Partnerin massieren mit diesem Massageöl. Echt fein. Wir hatten als Badezusatz schon das Pflegegeheimnis und jetzt haben wir auch noch das Schönheitsgeheimnis in der Nummer 22. Und das Schönheitsgeheimnis ist wohl zusammengesetzt aus Argan, Marula, Wunderbaum und Olive. 20 Milliliter sind hier drin. Sehr, sehr fancy. Ich weiß nicht, wie man sich diesen Duft vorzustellen hat. Wunderbaum vor allem, ne? Cool. Schon wieder cool. Cool. Das hier dürfte tatsächlich für mich jetzt aktuell das Produkt sein, was mir am allermeisten gefällt. Und zwar ist das ja auch wieder was für die Dusche. Und zwar hautzarte Verwöhnung mit Mandelmilch und Mandelöl für ein Gefühl wie eingecremt. Sowas finde ich einfach praktisch. Auch hier 75 Milliliter drin. Und da habe ich einfach mal, wenn ich ehrlich sein darf, Bock drauf, das zu verwenden. Danach dann vielleicht diese Sensitiv-Körpermilch mit Mandelblüte, obwohl hier drauf steht, dass man kein Eincreme braucht, aber ich habe so trockene Haut, ich brauche das. Und ja, ne? Freue ich mich drüber. Und nun die Frage aller Fragen. Was ist nun in der Nummer 24 drin? Heiligabend, also quasi, oh, ich habe es kaputt gemacht. Ist jetzt aber auch nicht mehr schlimm, ne? Quasi als Highlight des Adventskalenders. Oh, juhu. Eine Lippenpflege. Also, ja, wahrscheinlich ein sehr hochwertiges Produkt, ne? Und auch mal ein bisschen Abwechslung zu dem, was halt vorher drin war. Habe ich jetzt aber gar nicht mit gerechnet. Aber finde ich echt, echt toll. Zarter Vanilleduft, das passt auch weihnachtlich, ne? Cupuaçu-Nuss und Vanille. Und ja, definitiv. Mal wieder definitiv. Auf jeden Fall mag ich das und finde auch, dass Kneipp hat ja diese 100% natürliche Pflegegeschichte, ne, mit diesem, dass das hier unten Kork ist und so. Das ist schon echt, echt, echt hochwertig. Also sieht hochwertig aus und ja, das in der 24 mag ich leiden. Und ich finde auch, dass der Adventskalender sich definitiv sehen lassen kann. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wert wir drin haben werden. Blende ich euch mal ein. Kann ich mir vorstellen, dass wir drüber liegen? Ja, schon, ne? Kneipp ist jetzt nicht so die allergünstigste Marke. Das ist halt, was Pflege angeht, im oberen Mittelfeld in der Drogerie anzusiedeln. Wir haben geile Produkte hier drin. Dieses Cremeöl-Peeling ist echt ein Traum. Wäre mega gewesen, aber nicht jeder mag Cremeöl-Peeling. Wenn das in Full Size, in der 24, oh, hätte ich mich hardcore gefreut. Aber auch das Lippenprodukt ist schön, definitiv. Definitiv. Und ja, geile Produkte, schöne Auswahl, meiner Meinung nach. Ne? Finde ich definitiv, es tut mir so leid, falls ich irgendwie damit triggern sollte. Ich triggere mich gerade selber damit. Finde ich auf jeden Fall besser als den von Dresdner Essenz. Ne? Das wollte ich nur dazu sagen. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!